Willkommen zurück, liebe Freunde, bei Minecraft Höhlenprojekt mit den Pixel, den Ricks und mir, dem Mr. Sieg. Moinsen! Na? Na? Was läuft bei euch? Koring? Läuft bei dir oder wie? Ja, ich bin gerade auf dem Weg hier unten nach Lava. Ich habe hier zufälligerweise unter meiner Mine, die ich baue, in Lavasee, wenn du da hin möchtest. Ich bin jetzt gerade unter das Rathaus gegangen. Okay. Und dort habe ich auch eine gefunden, den gibt's ja jetzt genug. Oh, da weile mal so ein bisschen die Mine aus. Also Mine, die müssen wir auch gleich mal die Optik ringsrum. Ja, ich brauche da noch eine Menge Gleise. Da wird ein bisschen Eisen drauf. Wollte ich gerade sagen, willst du dann richtig alles so machen mit Minenkarten? Ja. Ja. Aber halt also eine künstliche, nicht von Minecraft hochgehebene. Genau. Also sozusagen eigentlich nur so ein Eingang, weißt du? Ja, das ist nicht voll geil. Wo man dann halt gerne auch wieder fahren kann. Ja, das kann man ja hier bauen. So eine Achterbahn? Ja, so ein Ding, so ein Rundkurs, weißt du, dass du nicht von A nach B irgendwo kommst, sondern so richtig viel, so dass du einmal so drumherum fährst um die ganze City. Das wäre geil. Das wäre geil, aber das ist halt. Das könnte man ja auch damit verbinden, dass man damit von A nach B kommt. Ja, auch. Kann ja dann so Weichen stellen und wenn man da halt irgendwo, wenn man die Weiche dann umstellt, kommt man da an der Position raus und so weiter und so fort. Das finde ich ziemlich cool. Genau, denn ich wollte unseren Mülleimer hier wieder richtig machen. Jo, den wolltest du mal fixen. Genau so schaut's aus. Was so, seid ihr denn hoch. So am Machen? Na, ich baue unten die Mine. Ich bin jetzt gerade schon da am nach oben rennen. Mir fehlen Fackeln. Und die sind natürlich existenziell wichtig in so einer Mine. Da ist dunkel und dann spawnt Zeug. Und wenn ich jetzt einmal nach oben komme, um Fackeln zu machen, dann werde ich auch gleich Türen mitnehmen, dass ich die Mine hinter mir zumachen kann. Ich bin jetzt nochmal oben tätig am... Na? Am frei schwebenden Bad. Ja, aber ich will diese Ecke, die in hier hinten, die ist irgendwie so, die ist so nacksch. Und da dachte ich mir, erstens hübsch und zweitens kann man hier dann noch ein bisschen das auch sinnvoll gestalten. Da baue ich jetzt noch ein bisschen Zuckerrohr einfach hin. Das sieht halt ein bisschen grün, ist noch schön und nutzen kann man es immer. Rixen, hast du denn eigentlich mein CSGO-Video jetzt schon gesehen? Nein. Okay. Noch nicht reingeschaut. Ich hab's gesehen. Was hast du gesehen, alter Mann? Godzilla. Godzilla. Da hab ich immer noch nicht die Neuverfilmung geguckt. Mann, was ist denn? Immer noch nicht. Oh je. Yeah. Angucken, du musst. Immer noch nicht. Aber definitiv Bock drauf. Weil da spielt ja auch der von Breaking Bad mit, der Schauspieler, ne? Brian Cranston, yep. Oder wie er heißt. Hat der da eigentlich eine Hauptrolle oder ist das bloß Hauptrolle? Der spielt bloß, ja? Hauptrolle. Geil. Und ist wieder so eine coole Sau? Aber hieß es nicht, der stirbt schnell? Was? Weiß ich gerade gar nicht mehr. Du bist ein Assi, Rick, ey, das ist Wahnsinn. Was denn? Wie er spoilert. Ist ja der Wahnsinn. Also ich sag mal so, der Film ist an sich nicht verkehrt, also es ist ein Film, den man sich nur einmal reinzieht. Mhm. Aber, also, ja, mich hat er unterhalten, sagen wir es mal so. Ist jetzt nicht der mega, mega Premium-Film, aber auch nicht der mega schlechte Film. Aber der Godzilla soll ja wieder so aussehen wie früher, ne? Also nicht diese T-Rex-ähnliche Gestalt wie in der anderen Verfilmung von Roland Emmerich, sondern so ein bisschen wieder wie das Originalmodell. Ja, dann das Originalmodell aus. Der sah doch aus wie ein Dino, oder nicht? Nee. Wie die alten aus Japan, die Filme. Keine Ahnung. Ich dachte, der sah da auch aus wie ein Godzilla. Ja, aussehen wie ein Godzilla tut er ja. Ja, nee, ich meine wie ein Dino. Mensch, das ist ja, spät. Es ist halt eine Echse, sagen wir es mal so. Ja. Und die Verfilmung sozusagen, also die in den 90er Jahren, die Verfilmung,
finde ich, erinnert mich mehr an den Metal Gear von Metal Gear Solid halt. Okay. Kommst du nicht mehr weg jetzt, ne? Naja, nee, komm ich nicht. Ich bin echt gerade ein bisschen sehr, sehr fickrig auf dieses Spiel, wenn ich ehrlich bin. Was für, was bist du? Fickrig. Okay. Lass mal jetzt mal so im Raum stehen. Kennst du das nicht? Kann man aber Ja, doch, kenne nachvollziehen. ich, aber. Naja. Aber kannst nicht so Weiß nicht, es ausleben, meinst klingt halt seltsam irgendwie. du? Okay. Wirst du dir das kaufen? Ich weiß es nicht. Weiß es wirklich nicht. Also ich bin. Auch wenn du es jetzt nicht für unseren Kanal jetzt playen willst, aber Ja, das ist halt wenigstens das. nutze. Ich weiß es wirklich nicht, ob ich das Spiel mir nicht holen werde und es selber spielen werde. Ja. Oder ob ich mich dazu entschließe, es halt weiter. Was ist das denn schon wieder? Ob ich es nicht einfach mir als Let's Play weiter angucke. Ach so. Na, wenn dich das befriedigt. Ja, geht so. Also, Ja, teils, nö. teils. Ich weiß es nicht. Also, keine Ahnung. Ich werde es sehen. We will see. Ich wollte gerade sagen. Ja, und was ich hier zu mache, ist halt noch von meiner Bude oben mal das Dach frei machen, weil so wie das jetzt momentan aussieht, finde ich das nicht sehr toll. Und deswegen dachte ich mir, muss ich mir mal das Dach noch ein bisschen freischaufeln. Und ja. Oh. Mal voll die spannende Aufgabe. Das sind Okay, Sorgen. gleich nach dem Mineingang habe ich eine ziemlich krasse Höhle gefunden. Wieder eine Höhle in der Höhle. Diamanten. Ey, und hier sind Diamanten wie Sau, ey. Sehr Wieder eine Höhle in der gut. Höhle. Ja, ich habe jetzt hier, während ich meine Mine gebaut habe, und da habe ich ja noch nicht mal viel gebuddelt sozusagen, räumlich, waren das eine Mal waren 8 und das waren jetzt 3, habe ich 11 Diamanten gefunden. Was? Ja. In der Kiste. Oh, der kommt aber angerannt, der Enderman, ist der böse? Ist der böse Fall auf um. mich? Ja, ich hab ihn getötet. Perle You are my gekriegt. hero. Also was wir auf jeden Fall machen müssen, wenn wir irgendwann sagen, so, wir sind jetzt, also ist ja egal, wann wir das machen, aber wenn wir so sagen, die Stadt ist fertig, wir machen nichts mehr, dann müssen wir auf jeden Fall dann noch zusammen ins End gehen. Ins End. Ja, noch so als This is Abschluss the dann. end, my Die friend. Höhlenbewohner, die stehen auf und erbarmen sich gegen den bösen, willigen Drachen, der alle hier in der Höhlenstadt festgenommen hat oder was weiß ich. Wir müssen es, wir werden es schon verpacken irgendwie, damit es noch was klingt. Okay. Ach ja. Denke ich mal. So, jetzt Hört bin man ich. das? Was denn? Was denn? Bei mir im Hof ist gerade extremst was los. Was ist denn bei dir los? Die schreien sich schon übelst an. Das ist doch normal bei euch. Naja, aber hallo. Nee, so ist nicht normal. Was ist denn da immer los bei euch? Ich Denkst du weiß es immer, das nicht. ist eine Ich wollte jetzt. RTL-Sitcom oder so? Ich hab jetzt mal kurz euren Sound gemutet, um da mal zu lauschen, was da denn eigentlich Phase ist. Und Konnte was noch nicht ist so ganz Phase? folgen. Okay. Konnte noch nicht so ganz folgen, aber es ist. Also wenn du die Stimme hörst, wie der schreit, das ist doch blanke Hass. Echt? Alter, Das ist doch Hat blanke Hass. Da ist jemand richtig am Ausrasten. Alter, Okay. was ist denn da? Da hupen sogar Autos, ey. Was war der Das, Alter? ich weiß nicht, was da draußen gerade los ist, ey. Geh mal, guck mal bitte. Aber Das Fenster wenn zum du Hof. Schüsse Ich hörst, ne, dann hab keine bückst du dich, Wiederkehr dann legst du manchmal. dich bitte auf den Boden und gehst nicht ans Fenster, ja? Oh, ja, okay. Ich dachte, soll ich zurückschießen. Na, wenn du die Möglichkeit dazu hast, dann mach. Geh mal Dann gucken leise, außer wenn es gefährlich wird. Geh mal kannst du dann noch gucken. rufen, besucht mal unseren Nee, YouTube-Channel! es ist ein ganzes Stück weg. Das ist also doch nicht auf dem Hof dann, oder was? Oh, es ist gerade spannend, Naja, obwohl ich doch, nicht das ist da bin. schon. Nein, verdammt. Was ist denn passiert? Was? Ach, Alter, ich dachte, was Schlimmes ist jetzt passiert. Hast du Ja, der alles Dildo mitgenommen? ist weg. Der Dildo. Oh, what the hell? Ich Tja, sag und noch, das ich habe hier nur, weil unten du so einen dich auf richtig schönen schreiende großen Leute Lavasee konzentrierst. gefunden. Oh, fuck. Oh, nee, alles weg.
weg. Und ich bin, und ich bin wieder nackt. Wieder allein. Ich bin wieder nackt. Ich habe das ganze Eichenholz verbrannt, glaube ich. Das Eichenholz. Ach, Entschuldigung. Das ist ein Pädopaul vor dem Herrn, ne? Ja, ne? Halt die Fresse. Ne, sag nicht jedes Mal, halt die Fresse, wenn du jedes Mal ankommst. Wenn du da Argumente ausgehen. Nee, ne, weil der immer noch dünnes laut. Ja, du jetzt nicht, oder was? Ich kann nichts dafür, wenn du die Reflexion deines eigenen Spiegelbildes nicht akzeptierst. Ihr hört das wirklich nicht? Nein. Nee. Gut. Mach mal deinen Pegel hoch, wir müssen das hören. Mach mal Pegel hoch. Also das Fenster zum Hof, kennt ihr das noch, den Krimi? Genauso ist das hier. Hat das hier nicht Edgar Wallace geschrieben? Pegel ist oben. Oh, ich guck, ist so laut. Alter. Hört ihr was? Ja, sehr ruhig. Alter! Man könnte meinen, wir sind in Heidenau. Alter, Alter, ich will weiterhören. Hallo und herzlich willkommen zu Reality RTL Doku Soap hier auf unserem Kanal. Live beim Dreh von RTL. Alter, das ist nicht mehr. Was, du scheiß Zigeuner, hab ich das gerade richtig verstanden? Keine Ahnung. Alter. Das gibt's doch gar nicht, das ist ja... Was da los ist, ey? Ey, Rick, das ist doch... Oh, ich find's gerade übelst gemütlich, weil ich nicht da bin. Aber es hören kann. Ansonsten hättest du Schweißausbrüche, oder was? Ich weiß es nicht, vielleicht. Ja. Jo, ich hab den Pegel mal wieder runtergenommen. Danke für diesen wunderbaren Einblick. Das ist... Also... Was ist denn los, das, Alter, ey, also, ganz ehrlich. Keine Ahnung, ey. Ich meine, das ist doch nicht mal normal. Nee, normal ist es nicht, ne? Das war wirklich laut. Das ist bei dir aber nicht auf dem Hof direkt, oder was? Nee, das... Also, ich kann es nicht wirklich orten. Das ist schon ein ganzes Stück weg, aber du hast ja gehört, wie die... Ah, das war doch eine Frau und noch ein Kerl. Das waren mehrere Frauen, mehrere Frauen und Kerle. Die dann alle schreien, jetzt haltet die Fresse und so. Ja. Aber das, oh, Alter, du kommst echt vor wie bei RTL der hier, dumme oder? Fotze. Der hat da irgendwas mit Zigeuner noch gesagt. Ey, keine Ahnung, ey. Alter. Halt's Maul jetzt. Alter, geil. Unterirdisch. Ja, Untermenschen, das sind Untermenschen. Richtig finster, ey. Scheiße, was hier abgeht. Erschreckend. Echt erschreckend. Ja. Ich habe heute aber auch eine sehr, sehr komische Begegnung gehabt. Und zwar mit einem aus dem Haus, von wo meine Schwester wohnt. Meine Schwester wohnt ja faktisch im Nebenhaus von mir. Mhm. Und ich kenne die Familien dort auch schon seit mehreren Jahren, weil die ja dort schon seit mehreren Jahren leben. Und das ist der Kerl, der auch die ganzen Motorräder hat. Rick, wenn du dich erinnerst. Ja. Der auch die alten hat. Und ja, und als ich mit dem Hund eine Runde war, kam der mir mehr oder weniger entgegen und war total sauer. Und der mit den Motorrädern. Ja. Der Typ ist eigentlich eine Frohnatur. Also den habe ich der selten. Umgänglicher Mensch, ja. Hab den sehr selten wirklich sauer gesehen oder irgendwie angepisst oder irgendwas. Also. Uiuiui. Und ja, und der kam mir halt entgegen und war mega pissed. Der hatte einen richtig roten Kopf auch noch. Und als ich sagte so, hi, was ist los? Und sagte halt, er hat seine Bahn verpasst, obwohl auf dem Schild da stand, dass die Bahn erst in 4 Minuten kommt. Okay. Und er war richtig, richtig sauer. Und der hat mich auch angeguckt, als ob der mich gleich umbringen wird. Gutbürger. Stand halt echt da und dachte mir so, okay, alles klar, den sprichst du jetzt nicht weiter an, der ist wirklich on the rage. Ja. Und lief dann halt auch Richtung nach Hause, sozusagen auf denselben Weg. Und
drehte sich so danach so 500 Metern um und sagte, boah, sorry, ich wollte nicht so reagieren, hi. Und lief halt weiter. Und dann hörte er, dass die Bahn halt kam und war dann so richtig angepisst. Ich weiß aber nicht so richtig, wo sein Problem lag. Weil es stand ja irgendwie, denke ich, also er war der Meinung, dass er die Bahn verpasst hat, aber die Bahn hat er ja nicht verpasst, weil die noch gekommen ist. Und das war irgendwie komisch. Zufrieden? Nee, aber das war echt strange. Und der Gesichtsausdruck, der ging mir nicht so richtig aus dem Kopf, weil der hat echt, also ich habe den noch nie so gesehen. Naja. Das. So viel zum Thema Wut. Ja, manche Leute kennst du halt erst so richtig, wenn die richtig ausrasten, ne? Ja. Ja, also wobei ich sagen muss, wie gesagt, den kenne ich jetzt schon seit wirklich Ewigkeiten. Mhm. Also fast 10 Jahre wahrscheinlich schon. Und ich habe auch schon zusammen mit ihm und seiner Mutter auf dem Balkon gesessen und mit seiner ganzen Familie und da hier zusammen gegessen. Und also ist, sage ich mal, schon fast ein freundschaftliches Verhältnis, was man da hat. Aber so in der Situation habe ich den, war der wie ausgeklingt. Das war total strange. Muss ich mal in der ruhigen Minute fragen, was denn mit ihm ist. Und bei ihm war das auch noch genau. Es war noch lustig. Letztes Jahr lief ich halt so, als ich hier in die Wohnung halt dazugezogen bin. Oder hingezogen bin in die Wohnung. War ich halt auch mit meinem Hund halt auch von der Runde gekommen. Und da kam gerade sein LKW an mit neuer Waschmaschine und Spülmaschine. Mhm. Und fragte er mich dann so, ob ich denn mal helfen könnte, die Dinger hochzutragen. Weißt du, das war mitten im Sommer. Und ich so, naja, Bock habe ich nicht, aber ja. Und er hat sich halt vorher überhaupt keine Gedanken drum gemacht, wie er denn die Teile da hochbringt, sondern, hat einfach drauf gehofft, da jemanden zu treffen. Ja, irgendwie, das war total strange. Da bin ich halt hoch und hab dann halt so noch mal so eine Handschuhe geholt, so eine speziellen. Und haben wir dann zusammen dann, und er wohnt halt auch noch in der Wohnung, im obersten Stock halt. Oh, geil. Und dann habe ich dann mit ihm erst eine Waschmaschine und Spülmaschine hochgetragen. Ja, wenn dann richtig, ne? Wenn dann musst du alles mitnehmen. Ah, schön, auf jeden Fall. Aber dafür habe ich dann selbst gebackene Brötchen bekommen, was zu trinken. War ganz okay. Macht man ja gerne. Diamanten, ich finde. So gut, Diamanten haben wir zwar wieder ein bisschen was, aber brauchen wir ja immer wieder. Eben. Vor allem, wenn ich halt gucke, wie viel mein Zeugs kostet zum Reparieren. Weil es verzaubert ist, ne? Ja. Dann kostet es mehr. Das kommt immer drauf an, was da noch für eine Verzauberung drauf ist. Wenn du dann eine richtig krasse Verzauberung drauf hast, dann kostet es dementsprechend nochmal mehr. Mhm. So, ich bin jetzt auf Bedrock-Niveau. Und echt? Ja. Ich muss jetzt mal gucken, komm hier. Das ist noch voll, was passiert ist gerade. Die Diamanten sind hier auf Höhe. Achso, das ist Höhe 5, aber sehe ich gerade. Da fängt schon der Bedrock an. Die Diamanten sind dann auf Höhe 6 und 7 gerade. Aber ich habe auch schon. Zwischen 5 und 12, glaube ich. Ja, dann haut das hin. Auf der habe ich hier so die Diamanten gefunden. So, dann würde ich jetzt hier so einen Gang bauen und da können wir ja dann nach rechts und links wieder Strip Mine oder so. Und eigentlich nur am Hauptgang fährt sozusagen das Minecart. Oder wäre so die Idee gewesen. Naja, wir können ja dann das Minecart dann noch so drumherum halt hier so legen, um das ganze, um die ganze Stadt so ein bisschen so, würde ich cool finden. Ja, das ist dann schon U-Bahn, das hat ja mit Mine nichts zu tun. Ja, U-Bahn. Oder S-Bahn. Hauptsache irgendeine Bahn. Ach ja. Unsere Stadt, wenn man überlegt, ey. Wie das angefangen hat. Worauf ich noch. Schon, ja, Entschuldigung. Ja, nee, erzähl. Nee, erzähl du, du hast es zuerst angefangen. Ich finde es besonders wieder aber schön, wie halt, wie das hier angefangen hat, dieses Projekt, und jetzt schon so eine Ausmaße hier angenommen hat. Finde ich einfach geil. Das wollte ich bloß sagen. Gut, und ich wollte noch Richtung diesem CS-Video, wenn ihr euch das dann beide angeschaut habt, ja. Also Rick dann auch noch, wäre eine Frage, die halt noch so im Raum steht, ist, soll ich euch mal so ein komplettes Match aufzeichnen, ohne Zwischenschnitte, so dass ihr die komplett mal so eine ganze Map mitkriegt an Kommunikation? Mhm. Ja. Und wahrscheinlich dementsprechend auch, wie, wenn es auch mal schlechter läuft. Mhm. Ja, klar.
Dann würde ich das nämlich noch machen. Heute. Ja, würde sich wahrscheinlich noch anbieten, weil die Jungs ja von 19 Damage noch zocken wollen. Und ich gerade auch selber mitkriege, dass ich, dass meine Leistung gerade so eine Leistungskurve nach oben geht. Und da macht das okay, natürlich nochmal so um einiges mehr Spaß. Wir haben ja die Gegner mit gestern die Maps, die ich für das Spiel, also für die Maps, die wir gezockt haben, für das Video, was ich zusammengeschnitten habe. Ich weiß nicht, ob ihr darauf geachtet habt, aber wir haben die ganz schön gegen die Wand geklatscht. Ja. Und das war schon ziemlich cool. Rick, ich baue mal hier noch ganz kurz, Entschuldigung, mit der Unterbrechung. Hier oben habe ich das mal alles ein bisschen hübscher gemacht. Wo? Wenn wir jetzt hier Richtung der Treppe, Richtung der Kreuzung kommt sozusagen, von der Treppe. Mhm. Die nach unten. Die ist richtig, wird immer schmucker, deswegen freue ich mich da so. Da jetzt hingebaut? Na, bloß noch zwei Bänke, noch ein bisschen grün. Ach so. Das wird doch alles voll gehackt. Motril. Gut, Leute, aber wir sind schon wieder am Folgenende. No. Also kommst du noch mal gucken hier runter? Boah, nö. Sehen doch dann die Zuschauer in der nächsten Folge. Nö. Ich muss hier mein Haus, mein Dach bauen. Das hat ja auch mal, das Haus muss ja auch irgendwann fertig werden. Fertig. Wir bedanken uns recht herzlich fürs Zuschauen. Würden uns freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Mit dem Pixel und Rix und mit dem Mr. Sick. Bis dahin, ihr Lieben. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüssi.